Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Lego Star Wars Vorstellungsvideo. Ja, heute keine Helm of the Helmet Collection, sondern Bib Fortunas bzw. Boba Fetts Palast bzw. Jabba's Palast aus Book of Boba Fett. Ja, also fangen wir mal an mit den Grundlagen. Ich habe Jabba's Palast nie selbst gehabt und habe jetzt auch nicht mehr vor, den zu haben. Ich werde mir eher die Sail Bar holen irgendwann. Auf jeden Fall kein Vergleich. Jabba's Palast, was ich gesehen habe, ist deutlich besser, deutlich cooler als der hier, aber der reicht vollkommen aus, finde ich. Wir haben den Thronsaal, wir haben den Turm, wir haben so einen Nebenraum am Stissel und wir haben sechs, sieben Minifiguren am Start. Wir haben Fennec Shand mit Haare. Wir haben den neuen Boba Fett. Wir haben Bib Fortuna am Start. Wir haben eine Drando, nicht Drandoshana, irgendwas Wache, dieses Schweineding halt. Wir haben eine Tänzerin am Start. Wir haben, warte, da muss ich jetzt mal nachschauen, wer er ist. Quaren, irgendwas. Oh Leute, diese Zeitfigurennamen habe ich immer nie drauf, aber ihr wisst ja, ihr kennt mich ja. Und der hier, da habe ich den Namen auch gar nicht auf dem Schirm von dem Kollegen. Ja, so viel zu den Minifiguren. Also auf jeden Fall richtig geiles Bib Fortuna mit seinen riesigen Fuck, jetzt fällt es mir einfach nicht ein, wie diese Dinger heißen. Das, was halt die Twi'leks auch haben und die Drokuda-Dinger. Mir fällt es nicht ein, Alter, wie diese Haare heißen, diese Dinger. Ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir hier noch die neue Boba Fett-Figur mit Jetpack und dieses schwarze untere von den Taskenräubern. Richtig nice. Dann haben wir hier Fennec mit den Haaren ohne Helm. Der Helm ist auch gar nicht dabei. Dann klar, die Wache auf jeden Fall auch richtig nice. Ja, und die anderen, ich zeige euch so einfach mal. Gut, und dann zum Palast selber, der hat einige Funktionen. Und zwar habt ihr folgende Funktionen. Einmal habt ihr hier dieses Rad und könnt diese Treppe bewegen, dann fällt die Minifigur um. Ihr habt hier die Tür, die aufgeht. Die sieht von der Seite irgendwie cooler aus als von der anderen. Die ist hier einfach so zu, ne? Dann habt ihr die Möglichkeit hier die Figur vom Thron zu stoßen mit der Funktion. Und da hinten sind noch so Chickens am Drehen. Auch ganz nice. Ich zeige den ganzen nochmal hier von der anderen Seite. Da ist einmal hier die Tür, na, ganz easy. Hier ist er einfach zu, komplett zugemauert. Richtig nice. Hier noch so eine kleine Schlange als Easter Egg. Und hier einfach auch zu. Das ganze Cup wird hier übrigens so reingeklipst, dann hält es auch. Ja, das war es eigentlich auch schon zum Palast. Ach ja, und ihr könnt den Thron noch rausnehmen. Und hier ist ein zweimal Beskar. Und dann könnt ihr den Thron da einfach wieder reinschieben, wenn man treffen würde. So. Ja, das war es eigentlich auch schon zum Palast. Ja, endlich mal wieder kein Helm. Es kommt nächste Woche kommt noch mal ein Helm, nämlich der Scout Troopler. Das kann ich ja schon mal ankündigen. Und was ich euch auch noch sagen kann, ist, dass ich am Überlegen bin, ob ich dieses wöchentliche Lego, ob das jetzt, oh, guck mal, was da kommt, ob ich dieses wöchentliche Lego einstelle jetzt ab nächster Woche. Weil ich eigentlich jetzt noch was anderes vorhätte. Und zwar würde ich dieses Jahr gerne ein paar richtig fette Sets noch kaufen. Und zwar ist es, das Problem ist halt da, die richtig fetten Sets kosten richtig viel Kohle. Und die Überlegung ist halt dann, also ich kann nicht mal sagen, die Überlegung ist, dieses wöchentliche jetzt nach dem Scout-Truppler-Helm weg. Das heißt, es kommt nicht mehr wöchentlich in eine Lego-Vorstellung, sondern was weiß ich, einmal im Monat oder alle paar, na, nicht mehr wöchentlich auf jeden Fall. Vorteil wäre, es wären dann aber so Sets wie die UCS Gunship, UCS Mos Eisley,
Ewok Village, Arreststellung Palpatine, das wären alles so richtig krasse Sets. Dann vielleicht noch dieses Death Watch Set mit Darth Maul, mit den Roboterbeinen, das wäre auch noch richtig geil. Und was dann halt auch noch kommt, wäre, ich weiß nicht, und gleichzeitig kommen aber auch dieses Jahr noch fetten, geile neue Sets. Ich bin noch am Struggeln, wie ich es mache. Aber es kann sein, dass nach dem Scout-Truppler-Helm erstmal kein Lego-Video mehr kommt. Vielleicht. Vielleicht geht es auch direkt weiter mit diesem Klonpanzer, mit der 187. und Mace Windu. Müssen wir mal schauen. Ich weiß es noch nicht, aber seid gespannt. Egal, wie es weitergeht, es geht auf jeden Fall krass weiter. Ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Peace out. Liken, abonnieren, kommentieren, ihr wisst Bescheid.